Snende wurde 43,20. Guten Morgen. Guten Morgen. Gott segne dich und deine Familie. Ich auch, Bruder. Ich wollte nur kurz zu dem was sagen, was du vorhin gesagt hast. Es gibt so ein Video von so einem Ex-Satanisten. Und der geht halt, ich glaube, durch Miami oder Los Angeles geht er so an Gebäuden vorbei, wo diese Satanisten sich versammelt haben. Und da sind Graffitis draufgesprüht an den Wänden. Und dann geht er bei einem Bild vorbei und sagt, das ist der Gott des Islams. Und der ist genau so gezeichnet, mit so Lockenköpfchen, dick. Ich habe einen Screenshot gemacht. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das Interview heißt, aber irgendwas mit Ex-Satanist. Und der war halt irgendein hoher Satanist schon von klein auf und Magie, Zauber, bla bla bla. Der war wirklich tief drin verstrickt, einer der höchsten in Mexiko oder so, sowas dann. Aber das wollte ich sagen, der geht vorbei an einem Bild, Graffiti, und da sind mehrere Götzen gemalt auf der Wand. Und der erklärt genau, das beten die an, das ist der Gott, das ist der Gott. Der erklärt das genau. Und dann geht er bei einem Bild vorbei und sagt, das ist der Gott des Islams. Der schaut genau so aus. Rund, zwei Augen, Lockenkopf. Die Locken sind so gezeichnet und ich habe einen Schock gekriegt, als ich das gesehen habe. Ja, aber jemand, der zum Beispiel Grafikdesign studiert hat, einer von den Geschwistern oder jemand anderes, der jetzt nicht im Glauben ist, jetzt habe ich eine Verstoßverwarnung bekommen. Ja, super. Okay, Amir. Ich gehe raus und komme nochmal rein. Jeder, der rein will, braucht 1000 Abonnenten mindestens. Könnt ihr mich gut hören? Weil ich bin hier gerade im Tunnel. Ja, Hammer. Selbst im Tunnel habe ich ja guten Empfang hier. Was ist denn auf einmal los? Ja, ich wurde doch gemeldet, ey. Ich nehme wieder an irgendwelchen gefährlichen Aktivitäten teil, an gefährlichen Challenges. Hast du wo davon, ey? Leider diese andere blaue da, ey. Aber das war das letzte Mal. Jetzt, wenn der Vertrag ausläuft, dann muss man sich was Besseres da suchen, nicht? So geht das hier nicht mehr weiter, ey. So geht das nicht mehr weiter. Dr. Sheikh Abu Amir braucht immer schnelles Internet, sodass er auch immer mit euch kommunizieren kann. Überall, selbst in der Pampa, das muss klappen. Christian Phone, ja genau. Ist dein Beruf Ex-Muslim? Ja genau, mein Beruf ist Ex-Muslim. Bester Beruf aller Zeiten. Ganz viele Seelen gewinnen für den Herrn Jesus Christus. Bester Beruf. Denn dazu sind wir berufen worden, genau. Dass wir den Menschen das Evangelium predigen. Denn der Herr Jesus Christus kam in diese fluchbeladene Erde, um uns Gnade anzubieten. Und jeder Mensch hat die Chance, gerettet zu werden. Man muss nur Ja zu Jesus Christus sagen. Nein zur Welt und Ja zu Jesus Christus. Ja zu seinem Werk am Kreuz, Ja zu seiner Gottheit, Ja zu seiner Sohnschaft. Und man ist auf dem Weg zum ewigen Leben. Bekehre dich, tue Buße. Und glaube an das, was der Herr Jesus Christus für dich am Kreuz getan hat. So wirst du dich retten und deine Seele. Sehr
war noch in einer Kirche, tut ihr auf Besseres. Hey Bruder, du wolltest irgendwas sagen wegen Grafikdesignerin? Ja, stimmt. Wir können ja irgendeinen fragen, einen Grafikdesigner, einen der Geschwister oder jemand, der sowieso die ganze Zeit auch hier drin ist, der jetzt nichts mit dem Herrn zu tun hat. Vielleicht, dass er mal auf der Basis dieser ganzen Texte eine Art Figur erstellt, so wie der Mohammed den Alaya präsentiert. Dann lässt er sich das so einfach mal durch den Kopf gehen, die ganzen Sätze, und dann kann er einfach mal zeichnen, wie Mohammed so seinen Gott so. Okay. Ich habe nur eine Frage wegen Kaaba. Weißt du, wann die runtergekommen ist? War die schon immer da oder wie ist das? Wie ist der Hintergrund dazu? Ja, so wie die Muslime das sagen. Hat angeblich der Abraham die Kaaba gebaut, aber das ist eine große Lüge, ist das. Abraham war nie da irgendwo in Mekka unterwegs, Mann. Ja, und dann siehst du, dass die Mekkaner die ganze Zeit diesen Götzenkult, also diesen Götzenkult um den Kaaba, um die Kaaba herum, diese Kubus, die ganze Zeit auch selber vollzogen haben. Die haben ja damals, diese ganzen heidnischen Araber haben selbst diese Hijra, also diese Umrah da vollzogen. Dieses siebenmalige Umrunden von irgendwelchen Steinen. Das sind ja götzendienerische Praktiken, die Mohammed einfach so übernommen hat. Den Muslimen fällt das ja nicht auf. Ich habe gestern wieder ein Video gesehen, wie die sich da zu Tode trampeln, um diesen Stein da zu küssen. Das ist der absolute Wahnsinn. Die sind da fast am krepieren vor dem Stein. So kriegt keine Luft mehr. Die zerdrücken sich, um da diesen Stein zu küssen. Guck dir das mal an, was Mohammed da angerichtet hat mit diesem Steinkult um der Kaaba, ne? Auch das wird Gott benutzen, damit die Leute dort zur Erkenntnis kommen. Ja, natürlich. Allein ja, das wirkt ja schon sehr, sehr verstörend, wenn man so als Nichtgläubiger jetzt sozusagen, nicht da, also da drauf, wie die sich da am Prügeln sind, nur an diesen Stein da ranzukommen. Das wirkt sehr, sehr verstörend, Mann. Ich habe gehört, Leute versuchen sogar ihre Kinder da reinzudrücken in diese Öffnung, ihre Babys reinzudrücken. Absoluter Wahnsinn. Und man fragt die, warum küsst ihr denn den Stein? Ja, weil Mohammed den geküsst hat. Warum hat der Mohammed den geküsst? Ja, und dann sehen wir auf einmal, dass Umar ibn al-Khattab sagt, hätte ich nicht gesehen, dass der Gesandte Allah dich geküsst hätte, hätte ich dich nie geküsst. Also der hat gemerkt, dass das so götzendienerische Praktiken sind. Und hatte das einfach so, ohne dem Mohammed zu widersprechen, weil er der Prophet ist. Hat er einfach gesagt, ja gut, wenn der Mohammed das macht, dann machen wir das auch. Anstatt es eine Frage zu stellen. Es gibt ein Vers in Apostelgeschichte 1935, aber das hat mit den Ephesern zu tun. Und ich weiß, Epheser war eigentlich in Türkei. Da beruhigte der Staatsschreiber die Menge und sprach, ihr Männer von Ephesus, wo ist denn ein Mensch, der nicht wüsste, dass die Stadt Ephesus die Tempelpflegerin der großen Göttin Diana und des vom Himmel gefallenen Bildes ist? Ob da die Kaaba gemeint ist, keine Ahnung. Die Epheser waren ja in der Türkei. Da muss man gucken, was die Ausleger auch dazu sagen, was einige Geschwister dazu sagen zu dem Thema. Okay, ich habe das Video nur, falls das jemand suchen will, das ist John Ramirez, heißt dieser Ex-Satanist. Ach so, ja, John Ramirez, ja, von dem habe ich auch schon gehört. Ja. Der geht da so an einer Wand vorbei und da sind mehrere Götzen gemalt und dann sagt er auf einmal, das ist der Gott des Islams, aber so ganz kurz, auch ganz kurz. Und der schaut wirklich so aus, so gezeichnet, rund, klein, zwei Augen, lockige Haare. Und da habe ich einen Schock gekriegt. Ja, da kommt man direkt auf den Hadith, den Mohammed da erwähnt. Ne? Ja, Gott. Ja. Genau das ist es. Okay, mein Bruder, einen gesegneten Tag. Okay, alles klar. Ich dir auch. Gott segne dich und deine Familie. Halt immer am Herrn Jesus Christus fest, ne? Das macht er. Er haltet an mich fest. Ich gehe nur nach, wie ein Kind seinem Vater. Amen. Ich gehe nur nach. Amen. Gott segne dich. Ja. Gott segne dich. Guten Morgen, Amir. Grüße dich. Guten Morgen. Gott segne dich und deine Familie. Ich auch. Möge Gott deine erhaltene Hand über dich schützen. Amen.
Ich habe eine Frage, und zwar habe ich jetzt schon mehrmals gehört über die Sure 2, Vers 1. Dieses Alif Liamim. Dieses Alif Liamim, oder wie das ausgesprochen wird. Alif Lam Mim, ja, Alif Lam Mim. Hast du da irgendeine Erläuterung zu, was das genau ist? Keiner weiß, was das bedeutet. Allah hat einfach irgendwelche Wörter da reingepackt und niemand kennt ihre Bedeutung. Wenn du auf al-Tafsir.com gehst, wo die Tafsire sind, Auslegung, Ja. da kannst du mal draufschauen. Dann sagen die Allah knows best. Also Allah weiß, was das damit zu bedeuten hat. Weil da gibt's Also ja auch so, kein weiß das. ja, weil da gibt's ja auch so Diskussionen halt. Keiner weiß so genau, was das bedeutet, aber das wird ja dann auch halt in dem Muezzinruf, glaube ich, ist das auch mit drin, oder? Dass der Christian Prince hat mal ein Video darüber gemacht, dass diese ganzen Alif Lam Mim ein Code beinhaltet, dass der Messias der wahrhaftige Gott ist. Wahnsinn. Das muss ich mal fragen, wenn er live ist, und da kann er dir das mal erklären, was das auf sich hat mit dieser Alif Lam Mim und so. Ja, da habe ich mir auch was durchgelesen, und zwar soll das wohl irgendwie so ein versteckter Code von Jesus sein oder so, ne? Ganz genau Genau. so. Ja, Ein ja, versteckter ja, Code, in dem man auch sieht, dass Jesus Christus der Gott ist. Genau, ja, das habe ich auch eben, das habe ich auch gelesen, aber wie gesagt, von dem Muslimen kann das keiner so richtig beantworten. Also ist ja so ein bisschen Ja. so, ja, Ja, man muss den Christian Prince Fragezeichen. fragen. Wenn er nein, muss man den mal darauf ansprechen, und das soll er mal erklären. Ne? Ja. Ja, das war meine Frage. Ich Okay, mein dachte, Lieber, weil du hast mich du ja denn auch, selber weil deine du mich, Bezahlung für Jesus Christus getroffen? weil du halt der Dr. Sheikh bist, deshalb wollte ich dich mal fragen. Alles klar, mein Lieber. Fahr langsam und pass auf dich auf, ja? Das steht aber Pass auf dich auf, mein Lieber, ja? ja, du auch auf dich, Gott Ciao, segne ciao. dich, mein Lieber. Ciao. Okay, du auch. Bester Doktor von Europa, genau. Ich bin der wahrhaftige Doktor aller Doktoren. Ey. Mufti Abu Amir, Mufti. Muss bald meine eigenen Fatwas raushauen. Ey. Was man darf, was man nicht darf, dies, das, jenes. Ne? Für meine Anhänger. Ja, aber das wäre echt mal so eine Challenge, ne? Hatte ich schon damals angesprochen gehabt, dass jemand mal anhand der ganzen Texte, die im Islam vorhanden sind, wie Allah so beschrieben wird, dass da so jemand, ein Bruder, eine Schwester oder jemand, der gerade so Grafikdesign studiert oder ausstudiert hat, dass der einfach mal so Allah anhand dieser ganzen Schriften mal so zeichnet, ne? Mit so lockigem Haar, ein Auge hervorstehend. Und so Entenfüße, Handtoad. Das ist so heftig, ey. Ja, was meint ihr, wie der Herr Jesus Christus, dieses Gesicht von Mohammed würde ich gerne mal sehen, wenn er vor dem Herrn Jesus Christus steht, ne? Ach so, du kannst mit KI selber Bilder erstellen, ja, das wäre ja heftig. Das ist ja cool, ja, stimmt. Da gibt es ja einige Websites oder was, ne? Künstliche Intelligenz. Und dann kann man anhand dieser Texte das da eingeben und mal gucken, was er dann so raushaut, ne? Das ist heftig. Da kann man KI auch nicht wenige dafür umbringen, so, ne? Ihr wisst ja, wie die Muslime da sind, ne? Mit Zeichnen und so. Was? Der Allbarmherzige wird dir hoffentlich vergeben. Die Leute raffen es immer noch nicht, dass Allah nicht der wahrhaftige Gott ist. Ne? Dass der einfach so ein Mondgott aus Saudi-Arabien ist, der Mohammed so im neuen Licht hat erstrahlen lassen. Ne? Er ist der Hauptgott gewesen der Kaaba, der 365 Götzen der Quraysh. Deswegen sage ich doch immer, ihr müsst euch auseinandersetzen damit. Der Vater von Mohammed hieß Abdullah, und der Vater von Mohammed war ein Götzendiener. Und die damaligen Quraysh wurden nach ihren Götzen benannt. Abdullah, Abdul-Uzza, Abdul-Manat, Abdullah, La, der Mondgott. Abdullah. Das ist so schrecklich, was ihr da macht, ne? Wahnsinn. Ihr werdet so einen hohen Preis bezahlen, weil ihr nicht auf die Christen gehört habt, weil ihr einem Gott vertraut habt, der nicht in der Lage war, sein Wort vor Verfälschung zu beschützen. Unfassbar, was ihr euch da antut. Unfassbar.
Ihr hättet den Christen glauben müssen. Ihr hättet euch selber auf die Suche begeben müssen. Ihr hättet nicht so mit eurer Seele umgehen sollen. Ja, hallo. Ja, hallo. Gott segne dich und deine Familie. Danke. Wie geht's dir? Ja, mir geht's gut. Wie geht's dir? Sehr gut, sehr gut. Ich geh jetzt schlafen. Schlafen? Ja, ich schlafen, weil ich habe eine Nachtschicht gemacht und jetzt arbeite ich den ganzen Tag. Ehebote. Warum lachen, ja? Du bist Jugoslawe, ja, Jugo. Ich bin Jugoslawe und Albaner. Ah, beides, okay. Ja. Kennst du Serbisch? Kannst du Serbisch? Nein, ich kann kein Serbisch. Was bist du, Mann? Ich bin Iraner. Iraner. Ehebote, ich kenne viele Leute von Iran, von Iran Shah, von Teheran, von. Sehr schön. Khaled Chetore. Ah, Khubam. Ja, du kannst ja ein bisschen Persisch, kannst ja, super. Ja, aber nur diese gute, diese kleine, die kann. Ich kann auch Koni und Jande, ich kann so Sachen, kann ich auch. Das haben die auch beigebracht, ne? Unglaublich. Ja, das ist. Aber was machen du hier? Was machen du hier? Ja, Bruder. Ich rede hier über den Glauben, über Islam, Christentum. Islam? Islam. Nur Islam oder auch Christus? Nee, wir reden auch über Jesus Christus, über alles. Mein Bratte, aber nicht machen Streit, normal reden, nicht so machen. Ja, nicht so machen, nie machen wir Streit. Nicht streiten, normal reden, normal argumentieren, aber nicht beleidigen. Genau, nicht beleidigen. Sagst du, musst du immer respektvoll bleiben, guckst du meine Chinesen hier bei diesem Profilbild hier, wo ich habe, schöne Chinesen, immer lachen. Schöne Chinesen! Bruder, Leute sagen typisch Albaner, Brate, ich bin auch Jugo. Ja, ist ja nicht schlimm. Viele schreiben irgendwas in den Kommentarbereich, kein Problem. Aber sehr gut. Guckst du, ich bin Moslem, aber ich dir respektieren, weil du guter Mann, aber bitte nicht angreifen Islam. Wir sind alle Abrahamic Religions. Wir sind alle füreinander sein, anstatt gegeneinander. Nein, ihr seid keine abrahamitische Religion, Mann. Kakune, wir glauben auch an einen Gott. Wir glauben nicht an sechs Gott. Ja, und die Satanisten denken auch, es gibt einen Gott. Ja, sie haben auch recht. Aber das ist nicht der Fall. Und wir müssen schauen, wer ist denn dieser wahrhaftige Gott? Wer ist denn Gott überhaupt? Ist er Allah, ist er Buddha, ist er Krishna, ist er Jesus? Wer ist denn jetzt Gott? Nein, Buddha ist nicht. Buddha ist ein Mann, hat zu viel Hamburger gegessen, fett geworden. Das ist nicht Gott. Buddha hat zu viel Hamburger gegessen. Ah? Ja, du darfst aber nicht so sagen. Ja, aber guter Mann, war ein guter Mann. Ich war mit ihm bei Schule, ich bin mit ihm gewesen, Schule. War ein Jugo. Du warst mit Buddha in Schule. Ja, Buddha ist ein Jugo. Er ist von Belgrad, Zemun. Er ist von Budale. Nein, nicht Budala. Nein, er ist nicht Budala. Buddha ist von Budale. Nein, Buddha ist ein guter Mann. Ich war mit ihm in Schule, in Serbien. Ah, okay, gut. Sehr gut. Damals war Jugoslawien, war ein großes Land. So wie Iran, großes Land, aber... Jetzt ist Ehebote klein geworden, scheiße. Jetzt ist Ehebote klein geworden, ja, mein Gott. Alles Amerika schuld, alles Amerika. Ah, Amerika, große Katastrophe, ja. Ah. Maja, aber ich sehe, du bist guter Człowiek. Du, mit dir ich muss essen zusammen, Cevape. Ja, mit mir muss man essen zusammen, Cevape. Hast du schon mal probiert, Cevape? Cevape, sehr, sehr gut, Cevape. Gehen wir zusammen. Von wo bist du von Deutschland?
Ich bin aus Dings, da wo Montana Black wohnt. Kennst du Montana Black? Oh, Brate, ich bin zu alt für diese Scheiße. Was ist Montana Black? Aus Buxerode, Buxerode. Wo ist diese? Wo, wo? Wo ist diese? Aha, ist das in Nähe von Schweiz? Nein, Schweiz, nicht Schweiz. Aber ich darf nicht fluchen, weil ich wollte sagen, das SCH-Wort. Ja, du darfst das nicht sagen. Aber wann du kommst mal in Schweiz? Ich bin von Zürich. Kennst du Zürich? Zürich, ja, kenn ich Zürich. Zürich, wann du kommst in Zürich? Ich kenne balkanische Resten. Kenne eine Kollege von mir, Zdravko. Das ist eine Kroate, aber gute Junge auch. Dober Čovek. Kommst du mal bei mir? Kommst du, ich lade dich rein. Kommst du Čevape essen zusammen? Ja, aber vielleicht du willst mich töten. Du willst mich dann einladen, aber du willst mich in Wahrheit töten. Mann, nee, warum ich dir umbringe? Du bist guter Čovek. Ich bin guter Zeugs. Čovek, bitte, možda neki da ga kažeš šta je čovek. Ich weiß nicht gut, wie heißt Deutsch. Mann. Mann, guter Mann. Ja, nein, guter Mann. Guter Mann, du bist, wann du bist Schweiz, kommen bitte. Habt ihr meine TikTok, gehst du mir folgen und wir bleiben in Kontakt. Kommst du hier, ich gebe dir XXL Čevape. Ah, lecker, lecker. Muss man gucken, ja. Aber ich will beste Restaurant. Teure Restaurant, nicht so billig. Beste Restaurant? War keine Problem. Ja, beste meine Restaurant. Kollege so sagt, billige. Ich sage ihm, magst du essen du Schweinefleisch? Nein. Aber du bist mal... Ich esse Kuh. Kuh! Ach, Kuh! Aber trinkst du auch Milch von Kuh? Diese Milch hau lecker! Ja, Milch von Kuh, Muh! Aber bist du nicht Veganer wie diese andere? Nein, keine Veganer! Gut, weil diese andere Veganer, blonde Haare, immer beleidigen, sagen Rassismus gleich, wenn du essen Fleisch, du bist Rassist. Ja, das ist schlimm! Katastrophe. Ja, was soll das? Okay, wie war dein Name? Ex? Ex-Moslem. Ex-Moslem. Ja. Okay, ich verstehe deine. Okay. Ex-Moslem. Ja. Ich dir einen guten Tag wünschen. Vielleicht beim nächsten Mal, ich hole meine Familie, das auch kann zu hören, was zu sagen. Ja, okay, hol deine gesamte Familie, dann können wir über den Glauben sprechen. Da kann ich dich aufklären. Nein, Brate, ich habe mal gehabt, ein Bruder hat mir gesagt, wenn du willst nicht Konflikt haben mit Leuten, nicht über Politik, nicht über Fußball oder nicht für Religion reden. Ja, aber wir müssen einige Bestandteile müssen wir schon aus dem Glauben sprechen, weil es geht um unsere Ewigkeit und wo wir sie verbringen werden. Ich möchte nicht in der Hölle landen und ich denke, dass viele Menschen auch nicht in der Hölle landen möchten. Nein, das will ich nicht. Aber was ich auch will, ist, dass Barcelona nächstes Mal verlieren gegen Real Madrid. Ja, da musst du viel, viel gucken. Viel, viel gucken in Barcelona. Ja, ab und zu mal müssen wir auch so ein verrücktes Gespräch führen. Ja, was sich hier alles rumtummelt, ne? Brate!
Der Jugo ist auch cooles Volk. Chivape essen, ja, klar. Chivape essen. Wer will mit Dr. Scheich am Wochenende Chivape essen? Chivape essen. Der von Shisha-Bar am Samstag. Nein, ich bin der von Sonntag. Der von Shisha-Bar in Sonntag, nicht von Samstag. Du bist ein Macher. Einmal, was für Macher. Gott segne euch, ihr Wundervollen. Danke für die ganzen Likes, für die Geschenke und so, ihr Wundervollen. Möge der Jesus Christus euch das Zehnfache, Millionenfache zurückgeben. Ja, also das wäre echt mal interessant zu sehen, ne? Wenn man das durch die KI so eingibt, was dann so rauskommen würde, ne? Wenn man anhand der ganzen Texte irgendwie Allah dann so zeichnet, also diese KI würde ja dann Allah dann zeichnen, wie das wohl aussehen mag, so. So ein kleiner, wolliger Typ mit so, so ein hervorstechendes Auge oder zwei Augen oder was, der mit so einem grünen Anzug daherkommt, ne? Mit so Entenfüßen und alles Mögliche. Das wäre der Wahnsinn. Kann das mal jemand machen? Gibt es da irgendwie so eine Seite oder was? Was mit dem anderen Profil? Ja, das ist weg. Irgendwie ist das weg. Irgendwie ist das abhanden gekommen. Ich komme da auch nicht mehr drauf zu, also ich kann nicht mehr drauf zurückgreifen. Ist weg. Wir müssen also das benutzen, was wir jetzt haben. Also das hier. Ich habe noch ein anderes, aber der große ist weg.
Ich komme. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Gott segne dich und deine Familie. Mach Kamera. Wie geht's dir, Bruder? Mach Kamera an. Warte. Jetzt. Du warst schon, du musst es. Ach so. Siehst du mich jetzt? Was geht ab? Ja, gar nicht. Wo bist du in der Schule? Wie bitte? Wo bist du in der Schule? Nein, im Zug. Ha? Was machst du? Was machst du? Ich fahr so ein bisschen durch die Gegend. Was machst du denn? Ich fahr nach Berlin. Was gibt's denn so Schönes in Berlin? Bisschen die Stadt besuchen. Hä? Mein Empfang ist scheiße, ja. Meiner oder deiner? Ach, der sitzt im Zug. Einer ist Katastrophe. Meiner ist gut, ne? Dr. Scherer, aber mir könnt ihr gut hören, ne? Ja, perfekt. Ich muss mal gucken, demnächst mal wieder ein YouTube-Video zu machen. Ich weiß noch nicht, auf wen ich reagieren sollte. Habt ihr da so einen Vorschlag, auf wen man so reagieren kann? So ein bisschen einiges so klarstellen, einige Punkte dann wieder klarstellen und einiges zeigen. Habt ihr da so einen bestimmten Kandidaten oder sowas? Den Dr. Sheikh Abu Amir so ein bisschen rannehmen kann. Der Handy ist schon, ist schon ausgelutscht irgendwie so. Da kann man wieder einige. Was ist das? Islam beweise mit Tiervideos. Ach so, ja, stimmt. Ja, ja, ja. Da kann man das eine Video ja mal zeigen, ne? Dass die Kühe auf alles Mögliche reagieren. Nicht nur auf irgendwie Surah Al-Baqarah. Da heißt es jetzt, dass dieser eine mit seinem Gejaule da auch ein inspiriertes Wort von Gott ist oder was, dass die Kühe auf einmal auf ihn hören oder wie? Ist das auch eine Sura aus dem Koran dann, was er da gejodelt macht, also dieses Jodeln? Und dann kommen auf einmal die Kühe. Hat er das auch von Allah bekommen oder was? Nein, Mann. Mein Bruder, Gott segne dich und deine Familie. Gott segne auch dich und deine Familie. Du, wahrscheinlich kannst du dich an mich erinnern. Ich war letztes Mal drin und habe dich gefragt, warum Jesus Gott ist. Weil meine türkischen Brüder es mich fragen. Ja, Jesus ist Gott in dem Maße, wie er sich selber in der... Okay, okay. Dass Gott sich seinem Volk vorstellt, beziehungsweise Mose. In 2. Buch Mose, Kapitel 3, Vers 14, spricht der Gott durch den Dornbusch. Und dann fragt ihn Gott, ja, wie heißt du denn? Dann fragt er Mose, ja, wie heißt du denn? Dann sagt er, geh und sag den Kindern Israels, ich bin, hat mich zu euch geschickt. Und das ist sein Name, ich bin, der ich bin. Und dann sehen wir auf einmal, dass der Jesus Christus sich den Namen gibt, ich bin. In Johannes 8, 58, Johannes 8, 24 und etliche andere Verse. Du siehst also, dass der Herr Jesus Christus die ganze Zeit behauptet hat, Gott zu sein. Nicht nur das. Johannes 1, Vers 1 lesen wir auch. Im Anfang war das Wort war bei Gott. Und das Wort war bei Gott. Er behauptet es, gibt es irgendwo eine klare Aussage, dass er sagt, ich bin Gott. Betet mich an, ich bin Gott, betet mich an. Gibt es irgendwo so eine klare Aussage? Ja. Du hast ja gerade selber gesagt, das ist ja eine Behauptung, ne? Bitte? Du hast ja gerade selber gesagt, er behauptet,
dass er Gott ist. Aber gibt es irgendwo eine klare Aussage dazu? Ich bin Gott, betet mich an. Aussagen noch verstanden. Juden haben seine Aussagen verstanden und wir haben gesagt, du bist nicht mal 50 Jahre alt und hast Abraham gesehen. Und dann sagt der Jesus, ehe Abraham wart, bin ich. Und die Juden sind ausgeflippt. Damit hat er klar gemacht, dass er eigentlich der Gott der Juden ist, also der Gott der Menschheit. Sprachlos, sprachlos. Was? Mein Bruder, ich danke dir. Ja, gerne. Ja. Gott segne dich und deine Familie. Du kannst ihn auch gerne Jesaja 44,6 zeigen und dazu den Parallelvers in Offenbarung. Oder warum sagt er das? Der sagt ihn mit. Ich müsste das aber nicht. 1,18. Da kannst du sehen. Das Gott ist der Erste und der Letzte. Außerdem gibt es keinen Gott. Und der Jesus Christus sagt, ich bin der Erste und der Letzte. Siehe, ich war tot und lebe doch von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Amen. Jesaja, sag mal ganz kurz nochmal. Jesaja 44,6. 44,6. Und der Parallelvers? Parallelvers findest du in Offenbarung 1,18. Okay. Wir schlagen das nach. Vielen lieben Dank, ja? Ja, gerne, mein Lieber. Gott segne dich. Möge der Herr Jesus Christus dich segnen, behüten und beschützen. Amen, und deine Freunde eines Tages die Wahrheit erkennen lassen. Denn in Johannes 8, Vers 12 steht, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und das ist der Herr Jesus Christus selber. Denn er sagt in Johannes 14, 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Er ist also die Wahrheit. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen. Ihr werdet den Herrn Jesus erkennen. Amen. Amen. Vielen Dank, mein Bruder. Ich mache jetzt weiter. Alles klar. Gott segne dich, mein Lieber. Halt immer meinen Jesus Christus fest. Das werde ich tun. Alles klar. Mach's Tschüss, gut, mein Lieber. Mach's gut. Ciao. Also, da gibt es einige Stellen in der Bibel. Dutzende, wo es heißt, dass der Jesus Christus Gott ist. Aber die Meinung ist nicht, dass er angenommen hat. Sowohl seine menschliche Komponente als auch seine göttliche. Und diejenigen, die die Gottheit des Herrn Jesus Christus angreifen, beziehen sich halt immer nur auf die Verse, wo es über die Menschlichkeit des Herrn Jesus Christus geht. Aber lassen außer Acht, dass die göttliche Natur Jesu Christi, Entschuldigung, ja, die zwei Naturenlehre, 100% Mensch und 100% Gott. Hatte ich gestern mit meinem Sohn. Genau, bringt das euren Kindern bei. Bringt ihnen bei, dass der Herr Jesus Christus von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt. Johannes 17, 5. Vater, verherrliche du mich mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Also war der Herr Jesus Christus mit dem Vater schon in Ewigkeit. Und der Vater hat den Sohn verherrlicht, so wie der Sohn den Vater verherrlicht. Und deswegen sehen wir auch immer diese Anbetung Jesu Christi zum Vater. Er ging ein paar Schritte und warf sich nieder und betete ihn an. So wie der Vater den Sohn anbetet, so betet auch der Sohn den Vater an, damit die innige Beziehung immer aufrechterhalten wird. Versteht ihr? Und wir beten durch den Heiligen Geist zu dem Herrn Jesus Christus, weil der Heilige Geist, der in uns ist, den Herrn Jesus Christus verherrlicht. Und wenn wir den Sohn verherrlichen, so verherrlichen wir den Vater direkt mit Amen. Wer den Sohn ehrt, der ehrt auch den Vater. Deswegen
beten wir den Herrn Jesus Christus an, aus dem Geist heraus. Und die Anbetung zum Herrn Jesus Christus gibt auch automatisch dem Vater die Ehre. Halleluja. Und der Hebräerbrief ist sowieso eine Vernichtung für diejenigen, die sagen, dass Jesus nicht Gott sei. Ist unfassbar. Hallo, Gott segne dich, Amir. Gott segne auch dich, mein Lieber. Dich und deine Familie. Deine auch. Also ich muss dir sagen, das, was du tust, ist wirklich sehr schön. Mach weiter so und weiß, dass du nicht alleine bist. Amen. Wir sind hinter dir. Nicht nur du machst das. Bist du selber Christ? Ja, natürlich. Woher kommst du? Bist du Araber oder was? Nee, ich komme aus Bulgarien. Und das ist ein christliches Land. Bulgarien. Ja. Hast du selber deine Videos? Ja, seit langem. Also ich muss dir erzählen, wie ich auf deine Videos gestoßen. Das war so. Ich kann das ja mit Worten nicht beschreiben, was so magisch. Ich habe so gebetet zum Allah, weil ich hatte Zweifel gehabt und dann hat nicht mal 2 Minuten gedauert und hat dein Video auf YouTube gekommen. Weil ich habe gefragt, Allah, bist du der Gott, der die Erde erschaffen hat? Und dann nach 2 Sekunden du auf YouTube. Und dann habe ich alle. Ja, dann habe ich alle deine Videos geschaut und habe ich verstanden, okay, ich war auf dem Weg, einen riesigen Fehler zu machen, aber jetzt weiß ich ja. Halleluja, sehr gut. Und ja, an alle, die in dieser Live schauen, Jesus ist Gott und es gibt keinen anderen. Ja, ich bin in der Kirche und deshalb. Und an alle, die dieses Video schauen, Jesus ist Gott und gibt es keinen anderen außer ihm. Das. Amen. Es gibt keinen Bruder, keinen Allah, nur er. Jesus Christus ist Gott, kein anderer. Amen. Jawohl, sehr gut. Gott sei Dank hast du das erkannt. Aber da musst du mal ja, die wundervoll dazu. Ja, ja, ich habe alle Religionen durchgeprüft und dann habe ich entschlossen, okay, nur bei der Christentum, es gibt diese Heiligkeit. Und bei dem anderen hast du nur Macht, geht es nur um Macht. Ja, irdisch, ne? Genau. Die wollen die Berufsfähigkeit sein, die wollen Feuer einsetzen und sowas, weißt du? Aber der Christ hat nichts mehr mit dieser Welt zu tun, denn seit er nicht gebetet. Genau. Er ordnet sich wieder uns dann unter und versucht, dass die Menschen gekippt ist, von Jesus Christus zu überzeugen. Ja, und es gibt auch viele andere Beweise, die einfach beweisen, dass Jesus Gott ist. Aber wenn der Mensch nicht will sehen, dann. Ja, Amen. Und. Mach weiter so und weiß, dass wir die wahren Christen hinter dir sind und du nicht alleine bist. Danke, dass du Zeit für mich genommen hast. Gott segne dich, mein Lieber. Das war die beste Entscheidung deines Lebens. Dir auch. Danke, danke. So. Hammer, ne, ihr Lieben? Guckt euch das mal bitte an. Was die ganzen Videos so ausmachen, wen die auf einmal erreichen, wie der Herr so arbeitet. Ne? Das ist krass. Der betet also zu Allah. 2 Minuten später macht er so YouTube an und kommt auf einmal mein Video. Und dann setzt er sich komplett damit auseinander und, und wird dann Christ. Das ist so heftig, ey. Halleluja. Wahnsinn. Wie das eingeschlagen hat, wie eine Bombe, ne, ihr Lieben? Diese ganzen Videos, meine ganzen Sachen, die ich im Internet präsentiert habe, ist unglaublich.
einfach wie eine Atombombe. Ah, Ryan ist wieder da. Ryan. Hey, du schuldest mir 300 Euro, Ryan. Ja, ja, ich hätte sie dir wie ein Ehrenmann gegeben, aber ich habe Isam gefragt. Isam hat mir gesagt, da sind sehr viele Sachen, die nicht stimmen und aus dieser Seite kann man nicht lernen oder sein Wissen rausholen. Aber die Seite gibt es. Ich habe ihn gefragt. Ja, aber du hast gesagt, wenn er von dieser Seite nimmt, dann gebe ich dir 300 Euro und der nimmt von dieser Seite. Nein, der nimmt nichts von dieser Seite, weil er mir selber gesagt hat, in dieser Seite sind sehr viele Sachen gelogen. Also die stimmen nicht. Sind nicht ja, aber da gibt es dann auch bestimmt Sachen, die nicht gelogen sind. Sonst hätte er gesagt, dieser Seite darf man überhaupt nicht vertrauen. Wie hat er gesagt, entferne dich aus dieser Seite, weil da sind sehr viele Sachen gelogen. Also die stimmen nicht. Ja, er hat gesagt, sehr viele Sachen. Er hat doch gesagt, sehr viele Sachen, aber nicht alles. Dieser Bulgare, hörst du mich? Ich höre dich, ja. Ja, man merkt also, dass du sehr, sehr unehrlich bist. Man merkt also, dass du sehr, sehr unehrlich bist und ein Problem hast mit deinen islamischen Schriften. Ah, ja. Guck mal, lass mal diese Dings da beiseite. Dieser Typ, der jetzt gerade hochgekommen ist, der Bulgare, Rumäne oder was das ist, war er auch Muslim, oder was? So wie es schien, hat er natürlich zu Allah gebetet oder was? Und wollte einfach. Glaubst du das wirklich? Ja, das ist eine Sache zwischen ihm und Gott. Da muss man ihn so jetzt lassen und dann wird er sich selber vor Gott verantworten. Also, der hat gebetet und in 2 Minuten hat er dann auf einmal ganz schnell deine Videos angemacht und geguckt. Also da wurde ihm dann vorgeschlagen. Dann wurde ihm das vorgeschlagen, dass diese Videos dann da aufgetaucht sind. Ne? Ach, Amir, ich habe dich immer viel schlauer gehalten, aber enttäuscht mich langsam. Nee, du enttäuscht mich, dass du an einen Gott glaubst, der wie ein Clown irgendwie Menschen zulässt, dass die sein Wort verfälschen. Du tust mir wahrlich leid. Ich habe eine wichtige Frage. Wir sind beim Thema Jesus. Das ist eine wichtige Frage, ne? Aber darüber willst du nicht nachdenken, ne? Dass Allah so unvertrauenswürdig ist und einfach sein Wort verfälschen lässt und man ihm überhaupt nicht vertrauen kann. Darüber willst du nicht nachdenken, ne? Ja, guck mal. Jesus wurde ja von Maria geboren. Wechsel mal das Thema. Siehst du, wie du bist? Du hast deinen Gott, du hast Allah, du hast den Islam, du hast Mohammed, du lebst in Deutschland und willst nicht den Islam. So wie du, 90% der Muslime hier. Ihr hasst alle den Islam. Warum denn? Ihr seid doch nicht Mundmuslime, Mundmuslime. Warum denn? Warum? Klär mich doch. Warum machst du Hijrah? Warum bist du hier? Willst du nicht Allahs Gesetze? Warum soll ich Islam hassen? Wie kommst du da? Ja, warum? Du hast den Islam, weil du hier in Kufan bist. Willst du nicht unter der Scharia leben nach Afghanistan? Du bist geil, ey. Du bist richtig geil. Du bist ein richtiger Mutter. Du gehörst Wahnsinn und Aferi. Guck mal, ich lass dich ausreden, lass mich doch mal auch ein bisschen ausreden. Ja, aber ich möchte von dir wissen, warum vollziehst du die Hijrah? Du sagst doch, dass du Muslim bist. Du sagst doch, dass du den Islam so magst. Warum willst du nicht unter der Scharia leben? Ich lebe leider in einem Land, wo die Scharia nicht ist. Ja, komm, ich gebe dir Geld, dann kannst du auswandern. Kein Problem, wir spenden dir ein Flugticket, dann ab, tschüss. Ja, aber zahlst du mich dann jeden Monat? Wenn du keine finanziellen Möglichkeiten hast, dann helfen wir dir. Kein Thema. Wir spendieren dir dein Flugticket, dann kannst du schön von morgens bis abends sehen, wie Hände und Füße abgehakt werden und Köpfe abgeschnitten werden. Dann kannst du den Islam dann gucken. Sehr gut. Hey, Cousin, kommst du später in die Moschee? 1:30 Uhr, Jumu'ah beten. Komm, geh bitte. Richtiger, peinlicher Typ, ey.
Ja, das ist das, ne, ihr Lieben, das müsst ihr euch mal geben. Ihr müsst den Muslim fragen. Du bist doch Muslim. Wie kannst du denn, dich denn unter dem Gesetz der Kuffar sozusagen denn unterordnen? Das ist doch Quatsch. Du liebst doch deinen Mohammed, du liebst doch deinen Allah. Wieso willst du, wenn du den Islam so sehr liebst, warum wanderst du nicht aus und suchst dir ein Land, wo du unter der Scharia leben kannst? Ah, es gibt kein Land unter der Scharia. Doch, Afghanistan gibt's doch. Die Taliban sind doch sunnitische Muslime und praktizieren Scharia. Für die Schia gibt es dann natürlich Iran und für die anderen könnte ich ein Land aussuchen. Was ist denn los? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das bis heute nicht. Das ist also pure Heuchelei. Pure Heuchelei, pure Heuchelei. Sie wollen den Islam nicht. Sie hassen den Islam. Sie sind nur mit ihrem Mund Muslim. Mit ihrem Mund sind die alle die besten Muslime. Aber wenn es darauf ankommt, dann auszuwandern und eventuell zu zeigen, wie loyal man seinem Gesandten und seinem Gott ist, das machen die meisten nicht, ne? Lossagung und Loyalität im Islam. Nein, die wollen hier schön in Deutschland bleiben, weil hier schön alles eine Struktur hat. Und die ungläubige Welt sozusagen ihnen mehr bietet als ihre eigenen Länder. So heuchlerisch ist das Ganze, ist unglaublich. Unfassbar. Love you. Ja, wer die Scharia will, also wer Allahs Gesetze will, ich verstehe, warum geht man dann nicht dann direkt dorthin? Das ist also nur eine billige Ausrede. Nur eine billige Ausrede seitens der Muslime, dass die, dass es keinen wahren Scharia-Staat gibt. Doch, mit Afghanistan haben wir ein Land, das wirklich die Scharia dann auch praktiziert. Also laut sunnitischer Auslegung. Und Iran ist ja natürlich für die Schiiten zuständig, mein Land. Haben auch einen Gottesstaat dort. Ja, kein Problem. Wir bezahlen das Ticket, jeden einzelnen Muslim. Und ich glaube, dass wir genügend Geld zusammenbekommen von ganz Deutschland für diejenigen, die auswandern wollen. Mit Kusshand kommen die ganzen Leute und sagen, ja, möchtest du auswandern? Hier hast du dein Flugticket, bitteschön. Da siehst du, wie die auf einmal anfangen zu spenden. Hier, bitteschön, tschüss. Auf Wiedersehen.
Maria.